Arbeitslager aus. Na los. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Und da sind wir wieder in Call of Duty Story. Wir sind in der letzten Mission, wir haben den Rhein erobert und jetzt suchen wir Sassman, unseren Kumpel, der entführt wurde von den Deutschen. Sieht nicht so aus, als ob er hier wäre. Ich hoffe, wir finden ihn. Alles verlassen. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Eine sehr schöne Kamera haben sie da. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Heftig. Sehr, sehr heftig. Hier liegt noch ein Schuh. Hat jemand seinen Schuh vergessen? Mach mal ein Foto von mir. Dann halt nicht. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Sehr lecker. Ich dachte, die benutzen die nur für Arbeiten. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Okay, jetzt verstehe ich's. Nein, sag mir nicht, er ist tot. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassman. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sassman! Oh! Schneller! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Paul! Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht. Verdammt. Ich komme, Sassman. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Ja, das glaube ich auch. Bats, erstmal auf die Sterne werfen. Also, wie es aussieht, haben wir keine Richtung, wo wir lang laufen müssen. Ich folge einfach mal dem Weg. Sassman, wo bist du? Sassman! Ich hab den Deutschen gehört. Das war knapp. Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte,
Wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Sassmann wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich gehe nochmal zu Sassmann. Sergeant? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Ja, ein sehr schönes Ende und sehr, irgendwie sehr traurig am Ende, obwohl es ein schönes Ende hatte, bis zum Schluss. Leider konnte ich nicht die ganze Story von dem Spiel aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Ende ein bisschen noch zu sehen, dass es ein Happy End hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.